Die Schulternschmerzen, es zieht zum Nacken, Schulter-Arm-Syndrom, es drückt in der Wirbelsäule, die Lendenwirbelsäule schmerzt, das alles kennt ihr alle, wenn du Therapeutin, Therapeut bist oder auch Betroffene. Hallo, ich bin Gabriele Kapp und mache heute für Thalamus die Tage der offenen Tür, weil ich nicht persönlich da sein kann für euch dieses kleine Video. Worum geht es heute? Es geht um die sagenhafte, sagenumwobene Dorn- und Preuß-Methode, die Dorn- und Preuß-Therapie. Ich bin Gabriele Kapp und bin seit über 25 Jahren Heilpraktikerin mit der Dorn- und Preuß-Methode tätig und habe schon Tausende von Menschen selbst behandelt und auch Tausende von Menschen schon ausgebildet. Und es ist mir für mich immer wieder eine Freude. Und wenn du das auch erleben möchtest, wie freudig und wie dankbar Menschen sind, die vielleicht schon überall waren und alles Mögliche ausprobiert haben, mit ihren Schmerzen, mit ihren Beschwerden, dieses dankbare Leuchten in den Augen zu sehen, wenn man nach jahrelangem Odyssee endlich, also Erlösung von den Beschwerden erfährt. Genau, worum geht es heute? Ich habe euch erstens ein Modell mitgebracht und werde das eine oder andere am Ende dann zeigen und auch die eine Zutat, auf die es ankommt, damit es wirklich langfristigen Erfolg haben werdet. Und das wird euch eure Patienten danken, wenn sie nicht immer wieder kommen können, brauchen und die Adresse aber trotzdem unter Verschluss halten, damit sie nämlich auch wieder einen Termin bei euch bekommen, weil ihr einfach so beliebt seid mit der Methode. Also die drei wichtigsten Punkte, was wir heute machen. Was genau erwartet dich in der Fachausbildung? Das ist der erste Punkt. Was machen wir da? Welche Krankheiten? Auf was legen wir Wert? Und welche Beschwerden von deinen Patientinnen werden genau angeschaut? Mit welchen Beschwerden kommen die? Wie gesagt, gibt es nachher ein Fallbeispiel. Und zum Schluss, wie gesagt, diese eine wichtige oder zwei wichtige Punkte sind es, die Dorn- und Preuß-Methoden komplett unterscheiden von den meisten Methoden. Und darauf komme ich ganz zum Schluss. Welche Beschwerden haben denn unsere Patientinnen und unsere Patienten? Sie kommen und haben eben Lendenwirbelbeschwerden. Sie haben Arthrose. Es kommen Kinder, wo der Atlas blockiert ist. Es kommen Menschen, die einen Morbus Scheuermann haben. Es kommen Menschen, die einfach umgezogen sind oder den Garten umgegraben haben und da Beschwerden haben, die länger als 3 Tage dann einfach nicht zurückgehen, was ja normalerweise der Fall sein sollte. Das sind so sehr wichtige Dinge. Wir haben Probleme, jede Menge, und es nimmt immer mehr zu, mit Bandscheibenbeschwerden. Wir haben das Problem, dass wir bei dem Wachstum, und da sind vor allem junge Frauen betroffen, ganz viele von Skoliose betroffen sind, wo sich die Wirbelsäule nach seitlich verbiegt. Was wir auch durch unsere sogenannte moderne Lebensweise haben, ist, dass es Haltungsschäden gibt, dass die Leute nicht mehr aufrecht laufen. Und dabei ist es so wichtig, denn das müssen wir uns klar sein, wir sind Vorbilder für unsere nachfolgende Generation. Und so wie wir dastehen, so wie wir Haltung haben, so wie wir uns bewegen, das schauen die natürlich bei wem ab? Genau, bei uns, bei ihren Vorbildern. Da liegt eine große Verantwortung, aber das Wichtigste ist ja, dass für uns selbst und unsere Patienten, wenn wir eine richtig gute Haltung haben, das wirkt sich von innen nach außen, aus und man bekommt sehr viel mehr Luft, wenn man aufrecht ist, also in der Lunge und fürs Herz natürlich viel mehr Sauerstoff und natürlich nicht zuletzt für unser Gehirn. Wir können klarer denken, besser denken. Und auch einfach viel leistungsfähiger sein, wenn wir in jedem Atemzug einfach nur dadurch, dass wir eine gute Haltung haben, mehr Sauerstoff abbekommen. Also ich hoffe, ihr seid hoch motiviert und seid dabei, wenn wir jetzt einsteigen, was machen wir denn da genau? Es gibt eben auch Säuglinge, die schon gleich nach der Geburt ein Problem haben mit dem Kopfdrehen, die dann wie so ein Maikäfer praktisch den Kopf gar nicht drehen können, wenn das sogenannte Kiss-Syndrom
Da, wenn ihr euch wirklich nur, wenn ihr euch wirklich zuständig und gut fit fühlt, ist das natürlich eine Indikation, mit der man die Don-Methode anwenden kann. Wir haben vor allem Menschen auch, die durch die ganzen Verspannungen, durch das Sitzen, durch das Schauen in den Bildschirm, auch von hinten, das Problem haben, dass sie Nackenverspannungen haben, Kopfschmerzen haben, nachts aufwachen. Wir haben allerdings auch im Wachstum das Problem, dass wenn Jugendliche hochwachsen, schnell wachsen, durch ein Syndrom, das nennt man das Scheuermannsche Syndrom oder Scheuermannsche Komplex, wo die Deckplatten von den Wirbelkörpern einbrechen. Wenn ihr vom Fach seid, kennt ihr das. Wenn ihr eher Laien seid und vielleicht in der Ausbildung und die Methode für euch nutzen wollt, das lernt ihr alles noch dazu. Es ist auf jeden Fall ungeheuer reich, allein an den Symptombildern, allein an den Krankheitsbildern. Und wenn ihr Glück habt, kommen die Leute früher und ihr könnt schon, bevor solche Dinge entstehen, eingreifen. Eine der häufigsten Operationen, sie ist die Arthrose-Operation, also die Hüftoperation. Vielleicht kennt ihr das, man geht zu einem Geburtstag von jemand Älterem, der Oma, Tante, wie auch immer, und da wird dann gesprochen, oh, ich habe meine Hüfte operieren lassen. Und nächstes Jahr kommt dann die andere Hüfte dran. Wir benehmen uns, als wären wir ein Ersatzteillager und würde sich die Knochen oder das Gewebe einfach abnützen. Das ist aber gar nicht so, denn die Zellen erneuern sich ständig. Manche schneller, manchmal weniger schnell. Hast du gewusst, dass die Bauchspeicheldrüse sich jeden Tag komplett erneuert mit allen Zellen? Bei den Knochen dauert es etwas länger. Wenn man so durchschnittlich 25 Jahre alt ist, ist man in 3,5 Jahren ungefähr wieder komplett umgebaut. Also das ist dann zwar kein Neubau, aber immerhin ein Umbau. Und wem können wir denn dienen? Es sind auch komplett verschiedene Menschengruppen, die sich bei uns melden. Wir sollten nicht glauben, dass schon Kleinkinder, wenn sie, bevor sie in den Kindergarten kommen, unterschiedliche Beinlängen haben oder auch an der Wirbelsäule verbogen sind oder Verspannungen im Nacken haben. Im Schulalter, Schuleintrittsalter ist es auch schon erstaunlich, dadurch, dass die Kinder viel weniger im Freien sich richtig bewegen und ihren ganzen Körper ausnützen, sondern die Spielsachen eher um die Kinder rum sind, als die Kinder um die Spielsachen. Manche von uns kennen das noch eben andersrum. Das Problem haben, dass sie Haltungsschäden haben, dass sie die Muskeln nicht ausgebildet haben. Das alles sind Indikationen in allen Gruppen. Bei älteren Menschen ist es einfach oft so, dass sie eine Operation hatten oder anderweitig eingeschränkt sind, vielleicht einen Unfall hatten, verunglückt sind, man was operieren musste. Also die allerverschiedensten Indikationen, die wir mit der Dornpreuß-Methode haben. Jetzt muss ich schauen, wo ich meinen kleinen Augenblick bleibt schon dran. Ich hole nämlich mein kleines Modell, um euch zu zeigen, auf was es ankommt. Das Modell. So. Im Live-Video. Also was ihr hier habt, ist ein kleines Modell. Das große Modell, das lebendige, kommt nachher. Das hat ungefähr die Größe von einem Neugeborenen und man kann anhand von diesem Modell sehr schön zeigen, wo das Rückenmark verläuft und wo die gelben, das sind die gelben Nerven, austreten aus dem Rückenmark und dort die Organe versorgen. Und könnt euch vorstellen, wie spannend das ist, dass es an jedem Wirbel einzeln ablesbar ist, wo vielleicht die Auswirkungen von Wirbelverdrehungen sind und wie das alles zusammenhängt, weil das wird ganz oft nicht betrachtet. Genau. Ja, jetzt schaue ich noch, ob ich alles gesagt habe auf meinem Spickzettel. Kleinen Moment. Genau. Ja, das ist das, was wir in der Fachausbildung machen und wo wir besonderen Wert drauf legen, ist also die Ebene, dass wir sagen, wo genau gibt es Probleme in der Haltung, in der horizontalen Ebene. Das ist am ersten Tag. Wir richten alle Gelenke ein. Das ist natürlich die beiden Hüftgelenke, ganz wichtig, weil es auch der Schwerpunkt im Menschen ist, eben das Iliosakralgelenk. Dann alle 5 Lendenwirbel, alle 12 Brustwirbel, alle 7 Halswirbel,
die Schulter, die Ellbogen, Handgelenke, Fingergelenke und sehr wichtig auch der Kiefer, sodass alles einzeln eingerichtet und gezeigt wird. Und dann am zweiten Tag bauen wir alles zusammen und es kommt die nächste Ebene noch dazu, also nicht nur die horizontale, sondern dann eben auch die Haltung, wenn wir stehen, wenn wir sitzen, wenn wir gehen, sodass wir langfristig eine richtig schöne Ausrichtung bei unseren Patientinnen und Patienten erreichen können. Und das werden sie euch danken, weil sie merken, dass es viel umfassender ist und nicht nur an ihrem einzelnen schmerzenden Symptom oder Körperteil geschaut wird, sondern wie das alles zusammenhängt. Und ihr selbst und auch sie selber bekommen ein viel besseres Gefühl für ihren Körper. Genau. Ich denke, jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie vielfältig der Einsatz ist. Und ich kann beginnen mit meinem Modell, mit meinem lebenden Modell, das sich jetzt bereit macht. Und ich zeige euch mal nochmal am Modell, was genau ich damit gemeint habe. Also, wenn du auch zu den Menschen gehören willst, die ihren Patienten das bieten können, dass sie ganzheitlich in der Lage, horizontal und eben auch vertikal in ihrer Haltung, in ihrem Sitzen, in ihrem Gehen einfach optimal eingestellt sind, sodass in der Vorsorge auch die Beschwerden erst gar nicht wieder auftauchen, dann pass jetzt gut auf. Bitteschön, Berit. Genau, du darfst dich da herstellen. Ich drehe die Kamera um. Gell? Okay. Achtung. Damit, ich hoffe, euch wird nicht schwindelig, aber ich drehe jetzt das Licht um und schaue dann, wo wir landen. Achtung. Und so. Ein bisschen weiter weg. Das ist, müssen wir weiter wegstellen. Genau. Und ein bisschen gerade. Genau, gut. So, das ist doch eine gute Einstellung. Hier, genau, ist Berit, die heute für uns das Modell macht und für mich eine fiktive Geschichte einfach darstellt, die ich etwas abgeändert natürlich im Alltag auch schon bekommen habe. Meine Patientin ist gekommen, weil sie schon über 2 Jahre unglaubliche Nackenschmerzen hat und Verspannungen hat. Und die werden auch nachts immer schlechter und sie wacht morgens fürchterlich auf und es geht nie ganz weg. Und wenn wir jetzt nur gezielt am Nacken schauen würden, würden wir der Sache nicht gerecht werden, weil es oft um ganz andere Dinge geht. Und ich will euch zeigen, um was es geht. Begonnen haben ihre, in unserer fiktiven Geschichte, die Beschwerden vor 2,5 Jahren. Da hat sie eine berufliche Fortbildung gemacht. Sie hat das nebenberuflich gemacht. Sie hatte innerbetrieblich noch eine Veränderung. Und dazu gab es noch natürlich Knatsch mit dem Partner. Warum? Sie hatte einfach wenig Zeit für die Beziehung. Könnt ihr euch alle vorstellen? Wir alle kennen solche oder ähnliche Situationen. Und was ich deshalb bei unserer Patientin fiktiv, wie gesagt, einfach gemacht habe, ist natürlich zu fragen, welche Operationen, was für Vorgeschichte da ist, ob es Brüche gab, Stürze gab, solche Dinge. Und wenn das alles abgeklärt ist, dann fange ich nicht da an, wo sie ihre Beschwerden hat am Nacken, sondern wo fängt man an, ein richtig gutes Haus zu bauen? Das ist das Wichtige bei der Dorn-Methode. Wir fangen da an, wo die Statik ist, wo der Schwerpunkt bei uns Menschen ist, wo die Basis ist. Dazu darfst du dich jetzt einfach mal auf den Rücken legen, mit dem Kopf hierher. Genau, ich weiß nicht, ob man das sieht. Muss man noch ein bisschen runter machen. Achtung, ich drehe euch ein bisschen runter. Genau. Und vielleicht ein bisschen hoch, sodass wir vor allem die Schuhe sehen. Weil darauf kommt es an. Ich komme noch ein bisschen rüber mit dem... So, haben wir hier die Schuhe drauf? Und ja. Genau. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, denn die Leitung ist begrenzt. Aber, ja, genau. Was ich mache, wenn sie liegt, kann ich schauen, ob die Beine gleich lang sind. Wenn ich aber nur hier schaue, ob die Beine gleich lang sind, dann sehe ich nicht, ob vielleicht eine Verkrümmung der Wirbelsäule eine Rolle spielt. Und ich kann das nicht wirklich beurteilen. Deshalb, um die Beinlängen zu messen,
nehmen wir die Beine nach oben, um das wirklich vergleichen zu können. Ich hoffe sehr, ihr seht es, aber ihr könnt es bei der Fachausbildung, bei der Kompaktausbildung dann richtig erleben. Der Vorteil ist, das, was wir später an den Patienten machen, macht ihr selber und könnt es mit diesem Wissen, mit diesem Spüren, mit diesem Gespür, das ihr da entwickelt, noch ganz anders anwenden gleich. Ich lege dich etwas bequemer hin, sodass dein Kopf einfach bequemer liegt. Genau. Und nehme jetzt, kann man das sehen? Ja. Nehm einfach die Beine nach oben. Die Menschen kommen im Winter mit Stiefeln und im Sommer mit Schlepperle. Und was wir hier sehen, ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, wahrscheinlich nicht, aber mehr als 2 cm Beinlängenunterschied. Mein Modell muss selber staunen. Die Seite ist deutlich länger, wenn man sie nach oben nimmt. Wenn man das so aneinander hält, gibt es einen Beinlängenunterschied. Tatsächlich zeigt sich bei ihr in dieser Stärke. Also das bedeutet, normalerweise, wenn wir eine normale Behandlung haben beim Orthopäden, dann schauen die und messen und sehen, ein Bein ist länger, ein Bein ist kürzer. Und ihr wisst alle, was dann passiert, dann bekommt man eine Unterlage. Das machen wir bei der Dorn- und Preuß-Methode nicht, denn wir wissen, dass es auch nur funktionell sein kann und nicht gleich unterlegt werden muss. Das ist nämlich, und das habe ich euch am Anfang versprochen, das Geheimnis. Das erste ist, dass wir zuerst auf die Statik schauen und die einrichten. Und das können die Patienten zu Hause selber machen. Es kann sein, dass die Hüfte immer wieder sich verändert, dass sie nämlich rausgeht. Was viele erstaunt, das längere Bein ist nicht das bessere Bein. Das Bein, das kürzer ist, ist nicht verkürzt. Das Bein, jetzt kommt die Überraschung, das kürzer ist, ist tatsächlich das Bein, das besser in der Hüftpfanne ist. Jetzt will ich es euch am Beispiel der Arthrose kurz erklären. Bei der Arthrose passiert es häufig, dass eben eine Hüfte rausrutscht und dann der Hüftkopf nicht mehr ganz drin ist in der Hüftpfanne. Was passiert bei jedem Gehen? Es schlägt einfach jedes Mal auf den Hüftkopf und da wird der Knorpel abgeschlagen und drunter, da befindet sich die Knochenhaut. Und das tut dann fürchterlich weh. Und zum anderen, wenn jetzt wie bei unserem Modell, bei Berit, die Hüfte, ich zeige das hier, schräg ist, dann haben wir auch immer mehr Gewicht auf die Hüfte, die besser drin ist, von schräg. Das lässt natürlich auch seine Spuren mit der Zeit und so kommen Schädigungen und auch weitere Folgen bis zum Schulter-Nacken-Syndrom, bis zum Kopfschmerzen, bis zu anderen Funktionsstörungen in unserem System. Sogar bis zum Bandscheibenvorfall, der einfach daher kommt, weil die Statik nicht stimmt. Deshalb das Einzigartige an der Methode ist, dass wir zuerst auf die Statik schauen, bevor wir dann dran gehen, an die Wirbel, an die Gelenke zu gehen. Also, wenn du auch zu den Wirbelsäulen und Gelenkflüsterern gehören willst, dann sei herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausbildung, Fachausbildung, die in der Regel Samstag, Sonntag, am Wochenende stattfinden und einen Aufbaukurs ein halbes Jahr später. Wenn du mehr wissen möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich freue mich sehr, dich zu sehen bei einem unserer nächsten Ausbildungen. Vielen Dank an mein Modell und euch einen wunderschönen Tag. Und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bei der Thalamus-Fachausbildung. Habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.